Euromax Highlights. Höhepunkte der Woche. Im Studio Linda Bethke. Hallo aus Berlin, schön, dass Sie dabei sind. Heute gibt's wieder die Top-Themen der Woche und das sind unter anderem diese hier. Abenteuerlich zu Besuch in den verrücktesten Hotels Europas. Sportlich, Maike Krüger testet eine ungewöhnliche Erfindung aus den Niederlanden. Und gegensätzlich Betonbauten zwischen schicker Inszenierung und grauer Realität. Haben Sie schon Ihren Urlaub gebucht? Vielen ist ja ein Zimmer mit tollem Ausblick wichtig oder dass die Unterkunft in direkter Strandlage ist. Das reicht uns aber noch lange nicht. Wir haben in den verrücktesten Hotels in Europa eingecheckt und das Ergebnis hat durchaus Höhen und Tiefen. Das Kranhotel im Hafen von Amsterdam ist eines der ausgefallensten Hotels Europas. Schwindelfrei muss man schon sein, wenn man hier übernachten will. Die drei Designersuiten befinden sich in 45 Meter Höhe. Doch neben den schicken Möbeln punktet vor allem eins: der Ausblick. Für jeden, der ein bisschen Höhenangst hat, ist dieses Hotel, glaube ich, überhaupt nicht geeignet. Es ist halt echt so gebaut, dass man von überall komplett runter gucken kann. Boah, ist das hoch. Boah, ist das ein mulmiges Gefühl. Rund 3 Millionen Euro hat der Umbau des alten Industriekrans zum Designerhotel gekostet. All das hat seinen Preis. Ab 435 Euro kostet eine Nacht ohne Frühstück. Es ist halt so absurd, weil eigentlich ist es ein Kran, in dem man sich befindet. Aber hier drin vergisst man es total, weil es wirklich wie ein sehr, sehr liebevoll eingerichtetes Hotel ist. Mit jeder Tageszeit verändert sich die Kulisse. Das macht den Aufenthalt im Kranhotel zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das wahrscheinlich tiefste Hotelzimmer der Welt befindet sich in einer stillgelegten Silbermine im schwedischen Sala, nordwestlich von Stockholm. 155 Meter unter der Erde befindet sich die Grubensuite. Schon der Weg dorthin ist ein Abenteuer. Es ist kalt hier unten, 2 Grad Celsius. Nur die Suite ist geheizt. Dennis und Linda sind begeistert. Zum Glück ist es gemütlich. Komischerweise wirkt es beruhigend. Der Stress verschwindet. Ja, sehr ruhig. Die Verpflegung erfolgt von der Erdoberfläche. Günstig ist das unterirdische Vergnügen nicht, aber dafür garantiert etwas Besonderes. Ein Hotel ist ein Hotel, aber sowas sieht man nicht alle Tage. Wenn man es von oben sieht, hat man keine Ahnung, wie es unten ist. Die Suite in der Silbermine, ein Ort der Extreme. Wer lieber auf dem Boden bleibt, kann in einem riesigen Holzpferd im belgischen Städtchen Dürbuy übernachten. Bisschen makaber, dass man hinten durch das Pferd. Oh wow. Guck mal, wie groß das ist. Oh, cool. Noch mehr gibt es in der zweiten Etage zu entdecken. Hier befinden sich neben Ess- und Wohnzimmer 2 weitere Schlafplätze. Oh mein Gott. Neben einem Balkon bietet das Holzpferd noch ein ganz besonderes Highlight in der dritten Etage. Oh mein Gott, ich sitze heute den ganzen Abend hier oben, ich sag's dir. Das Ding bewegt sich nach oben. Nein, ne? Nach oben vorne. Und nach unten. Ich kann es machen, wie ich möchte hier, ich kann steuern. So ein trojanisches Pferd, das macht man nicht mal eben und das steht nicht an jeder Ecke. Mitten im Meer liegt dieses Hotel, das Bitbank Fort. Ursprünglich diente die Festung zur Verteidigung der Hafeneinfahrt von Portsmouth. Jetzt ist sie das außergewöhnlichste Luxushotel Großbritanniens. Früher lagerten hier Munition und Schießpulver, jetzt empfängt man hier Gäste. Oh, schau mal. Die Suite ist riesig im Vergleich zum Rest des Forts. Unglaublich. Insgesamt 9 solcher Suiten gibt es auf Bitbank Fort, jede in einem anderen Stil. Ja, das reicht locker für uns beide. Der britische Milliardär Mike Clare hat das Fort 2009 für umgerechnet rund 1,3 Millionen Euro gekauft und weitere 4 Millionen Euro in dessen Luxussanierung gesteckt. Es ist ganz anders als erwartet. Mir gefällt, dass hier so viel Ursprüngliches erhalten wurde. Die rohen Wände und die kleinen Räume. Großartig.
In den österreichischen Alpen steht dieses seltsame Bauwerk. Von vorne sieht das Häuschen aus wie ein Vogel und von hinten ein wenig wie ein UFO. Daher der Name. U-Vogel. Wirklich irgendwie aus wie ein Vogel. 6 x 6 x 5 Meter groß ist das Mini-Hotel für bis zu 8 Personen. Es bietet allen Komfort einer Luxusbehausung. Hell mit den ganzen Fenstern, einfach nur gemütlich. Simon hat zwar Fußbodenheizung, aber am Abend macht er sich trotzdem ein gemütliches Feuer im Kamin. Oh, ist das super. Also der Tag war sehr entspannt. Ich habe sehr viel entdeckt in diesem Haus. Und ich denke, die Nacht wird wunderschön werden und ich werde sehr gut schlafen. Der Urvogel, skurril, aber mit Komfort. Skurril ist auch die neueste Fitnesserfindung aus den Niederlanden. Bevor es in den Urlaub geht, wollen ja viele noch schnell die Bikini-Figur auf Vordermann bringen. Ja, auch hier in Berlin, da laufen sie wieder. Fahren mit dem Rad oder auch mit dem Tretroller. Meine Kollegin Maike Krüger hat das sogenannte LopiFit entdeckt, das mehrere Sportgeräte miteinander vereint. Sie hat das Ganze getestet und das sprichwörtlich am laufenden Band. Ein entspannter Spaziergang an der frischen Luft. Aber während ich gemütlich gehe, habe ich ganz schön Fahrt aufgenommen. Wem das Laufband im Fitnessstudio zu langweilig ist, der kann es jetzt einfach mit nach draußen nehmen. Denn auf diesem Roller steht man nicht, man muss auch nicht Anschwung geben, man läuft einfach drauf los. Wenige Stunden zuvor in Utrecht in den Niederlanden. Hier will ich mir das Gerät mit dem Namen LopiFit ausborgen und ich treffe Rob von Ooyen, der es vermarktet und mir vor meiner Jungfernfahrt erklären soll, wie es genau funktioniert. Durch das Treten wird er in Bewegung gesetzt, der Elektromotor verstärkt den Antrieb. Warum kann man nicht einfach so spazieren gehen? Weil es so viel schneller geht. Bis zu 25 Kilometern pro Stunde schafft man mit einem LopiFit. Das ist viel spannender, als einfach nur zu laufen. 2014 kam das Gerät auf den Markt. Aber erst jetzt rollt das internationale Geschäft so richtig an. Nicht nur in Europa, den USA oder Südamerika. Ein US-amerikanischer Comedian postete ein Video auf seiner Facebook-Seite. Dort wurde es mehr als 80 Millionen Mal angeschaut. Seitdem steige die Nachfrage an, so der Hersteller. Zum Beispiel in Katar. Der LopiFit sei dort im wahrsten Sinne des Wortes der Renner. Vielleicht, weil Fahrradfahren in langen Gewändern eben schwierig ist. Auf diesem Gefährt ist die Kleidung völlig egal. Der Erfolg war für die niederländischen Produzenten eine Überraschung. Wir hatten echt Probleme, denn wir waren noch gar nicht so weit. Wir bekamen so viele Anfragen, aber mussten doch erst noch produzieren. Was Menschen in aller Welt können, kann ich auch. So denke ich. Laut einer Studie des Unternehmens mit 500 Testpersonen konnten 30% sofort ohne Übung losfahren. 10% taten sich sehr schwer. Ich gehöre offenbar zu den 60%, die einige Minuten brauchen. Also es ist ganz anders, als ich gedacht habe. Viel schneller. Aber da muss ich durch. Und ich habe mir einiges vorgenommen. Eine ganze Tagestour. Dafür brauche ich weder Führerschein noch einen Helm. Auf der Landstraße übe ich und stelle fest, selbst wenn ich nicht laufe, läuft mein Fahrzeug weiter. Von der harmonischen Natur will ich aber jetzt in den Großstadtdschungel. Ich probiere meine neuen Fahrkünste in der Innenstadt von Utrecht aus. Die Niederländer sind eigentlich eine Nation der Radfahrer. Der Anblick des LopiFit ist offenbar noch ungewohnt. Ich verdrehe den Menschen reihenweise die Köpfe. Nach einer Weile habe ich den Dreh so richtig raus. Auffallen tue ich allerdings noch immer. Obwohl ich mich kaum anstrenge, kann ich die meisten Radfahrer locker überholen. Und die ersten Mutigen sprechen mich an, weil sie es selbst einmal ausprobieren wollen. So gefährlich. Ich habe meine Krankenkassenkarte dabei. Weil die Blicke immer neugieriger werden, lasse ich auch noch andere abfahren. Selbst Frauen mit High Heels. Einwohner und Touristen in Utrecht stürzen sich ins Abenteuer. Das sind zwei verschiedene Bewegungen. Ein wenig wie... Yeah.
Das ist schön, auf einem Rad zu laufen. Ist gut, richtig schnell. Schwieriger, als ich dachte. Etwas kompliziert. Ja, es braucht etwas Übung, bis es rund läuft. Aber auf einem Fahrrad könnte ich jetzt wohl nicht so gemütlich mein Eis essen. Also das war der wahrscheinlich rasanteste und gleichzeitig gemütlichste Spaziergang meines Lebens. Ich war im wahrsten Sinne des Wortes noch nie so schnell zu Fuß. Doch trotz allem, so schnell wird der Lopifit die Fahrräder aus dem niederländischen Straßenbild wohl nicht verdrängen. Bis auf Biene Maja haben Insekten bei vielen einen nicht besonders guten Ruf. Viele Menschen ekeln sich oder haben sogar Angst vor ihnen. Ich gebe es offen zu, ich bin auch nicht besonders begeistert, wenn das große Krabbeln losgeht. Der Brite Levon Biss will das Image von Insekten jetzt aufpolieren. Und zwar mit ganz besonderen Bildern. Zum Beispiel in seiner aktuellen Ausstellung in England. Dort bringt er die kleinen Krabbeltiere ganz groß raus. Das hier ist keine Goldfolie, sondern der Flügel einer südamerikanischen Biene. In 300-facher Vergrößerung. Und was hier wie ein Blatt erscheint, ist in Wahrheit der Panzer einer Buckelzikade aus den Tropen. Insekten, wie man sie noch nie gesehen hat, mit ihrer ganz eigenen Oberflächenstruktur. Das sind die Bilder von Levon Biss. 2 Jahre lang hat der Brite die Krabbeltiere fotografiert und dabei regelrecht Respekt vor ihnen gewonnen. Es überrascht mich immer noch, wie komplex diese Tiere sind und gleichzeitig auch so schön. Wir haben eine Klischeevorstellung von Krabbeln, dass sie eklig sind und angsteinflößend. Aber das stimmt nicht. Schauen Sie sich um. Es gibt hier nicht ein angsteinflößendes Bild zu sehen. Mikroskulptur nennt Biss seine Ausstellung. Ab jetzt zu sehen im Naturkundemuseum von Oxford. Hier befindet sich die zweitgrößte Insektensammlung Großbritanniens. Und Biss durfte im Archiv stöbern. Um besonders schöne Exemplare zu finden, half Insektenforscher James Hogan bei der Auswahl. Wir wollten Spezies zeigen, die nicht zu groß sind, weil es davon schon Bilder gibt. Die Menschen haben sich an solche Fotos gewöhnt. Die Tiere, die ich ausgewählt habe, sollten interessante Strukturen vorweisen auf ihren Panzern oder ausgefallene Farben besitzen. Es gibt zum Beispiel Insekten, die einen tollen Metallton haben und von denen ich wusste, dass sie auf Levons Fotos großartig aussehen würden. Die Tiere nahm Levon Biss mit in sein Studio in der Grafschaft Wiltshire. Hier hat er sich ein Refugium geschaffen, um mit Mikroskopfotografien zu experimentieren. Normalerweise ist Levon Biss Werbe- und Sportfotograf. Die Insektenbilder brachten ihn dazu, seine Arbeitsweise zu überdenken. Wenn man genau überlegt, das Auge eines Insekts, die ganze Kopfform sind völlig anders als sein Bein, das sehr haarig sein kann. Deswegen versuche ich, jeden einzelnen Körperbereich wie ein kleines Stillleben zu behandeln. Was bedeutet, dass ich jedes Segment anders belichten muss, damit es so schön wie nur möglich aussieht. Für ein Tier wie den Juwelbockkäfer kommen 9000 Einzelbilder zusammen. Auf einer umgebauten Mikroskopplatte wird das Insekt immer um 10 Mikrometer verschoben, also um ein Siebtel einer Haaresbreite. 3 Tage dauert es, das Tier zu fotografieren. Oberste Regel: Sauberkeit. Sogar das kleinste Staubkorn erscheint riesig auf den Bildern. Deshalb muss man den Arbeitsplatz möglichst steril halten und die Tiere vorher putzen. Die Bilder fügt Levon Biss am Computer zusammen. Das aufwendige Puzzlespiel zahlt sich aus. Am Ende kann er besonders nah an die Bilder heranzoomen. Jedes Haar des Käfers tritt deutlich hervor. Levon Biss Fotos zeigen die Strukturen der Käferkörper und sie erschließen eine neue Welt. Insekten sind fast immer um uns herum. Man sieht sie, aber man schaut sie nicht richtig an. Erst wenn man wirklich nahe herankommt, versteht man, wie aufregend und wunderschön sie sind. Um diese Nähe zu ermöglichen, wurden die Bilder auf bis zu 3 Meter große Plakate gedruckt. Weil die Datenmenge der Bilder die meisten Geräte an ihre Grenzen bringt, mussten Spezialdrucker aus London gemietet werden. Zurück im Naturkundemuseum in Oxford.
Mit der neuen Ausstellung hoffen der Fotograf und der Insektenforscher, die Besucher für die Tiere zu begeistern. Ich möchte, dass die Menschen Respekt für die Kreaturen entwickeln, dass sie sich überraschen lassen und sich vielleicht sogar in sie verlieben. Ich hoffe, es wird Menschen dazu animieren, Insekten zu studieren, weil sie einfach fabelhaft sind. Bis August werden die Bilder im Oxforder Naturkundemuseum hängen. Danach soll die Ausstellung auf Welttournee gehen, damit auch in anderen Ländern die Menschen die Insekten mit neuen Augen betrachten können. Die Insekten sind nicht die einzigen, die ein Imageproblem haben. Es gibt auch Gebäude, bei denen ist es ähnlich. Der sogenannte Brutalismus ist wohl der Architekturstil des 20. Jahrhunderts, der am meisten polarisiert. Für die einen sind es schlicht hässliche, graue Betonklötze, für andere ist es fast schon Kunst und eine ziemlich coole Kulisse für Fotos. Kann roher Beton sexy sein? Modekampagnen jedenfalls nutzen die dramatische Wirkung grauer Kolosse. Brutalismus, der Name des Architekturstils aus der Nachkriegszeit, hört sich erst einmal abschreckend an. Und tatsächlich, an den Gebäuden scheiden sich noch heute die Geister. Sie rufen mit ihrer bestimmten Ästhetik, die sie haben, immer Hass oder Liebe hervor. Aber egal sind sie einem, niemals. Und so kann die brutalistische Architektur fernab von schicken Inszenierungen aussehen. Die Londoner Wohnanlage Robin Hood Gardens, gebaut in den späten 1960er Jahren. Heute in Teilen zerfallen, partiell bewohnt, heruntergekommen. Sie steht zum Verkauf, ist zum Abriss freigegeben. Richtig so, findet nicht nur der Londoner Architekt Carl Sharrow. Die Bewohner haben darunter gelitten, dass nicht investiert wurde, man sich nicht um die Instandhaltung gekümmert hat. Auch hat das Gebäude selbst einige Probleme aufgeworfen, die mit besserem Design lösbar gewesen wären. Es abzureißen gibt uns die Möglichkeit, die Ideen wieder aufzugreifen, die ursprünglich dem Bau zugrunde lagen. Dennoch haben sich namhafte Architekten wie Zaha Hadid für den Erhalt der Robin Hood Gardens eingesetzt. Auch viele der Einwohner verteidigen dieses Beispiel von sozialem Wohnungsbau. Eine Kampagne forderte, stellt die Robin Hood Gardens unter Denkmalschutz. Doch 2015 scheiterten die Bemühungen endgültig. Doch seitdem sei endlich eine Diskussion aufgekommen, so die Initiatorin der Kampagne. Einiges hat sich verändert. Man hat verstanden, dass diese Architektur nicht brutal ist, sondern ganz einfach ehrlich ist im Umgang mit dem verwendeten Material und sehr skulptural und sich auch sehr auf die Kunst der Epoche bezieht. Eine wirklich visionäre Architektur, die alles anders machen wollte. In ihrer Blütezeit in den 50er bis 70er Jahren wurde nicht nur in Europa brutalistisch gebaut, sondern weltweit. Damals galt der Stil mit seiner klaren, ungekünstelten Rohheit und seiner Ausrichtung an den Bedürfnissen der Bewohner als zukunftsweisend. Doch manche Bauten verkamen zu sozialen Brennpunkten. Andere, gepflegt und in guter Lage, sind als Wohnraum beliebt. Das Gebäude des Barbican im zentralen London ist ein Beispiel dafür, dass brutalistische Architektur sehr gut funktionieren kann. Die Mieten sind heute sehr hoch und die Bewohner lieben ihre Wohnungen sehr. Online formiert sich eine globale Pro-Brutalismus-Bewegung. Das Deutsche Architekturmuseum zum Beispiel will gemeinsam mit der Stiftung Wüstenrot unter dem Schlagwort Hashtag SOS Brutalism das Nachkriegserbe in seiner ganzen Vielfalt sichtbar machen. In Großbritannien hat sich eine ähnliche Facebook-Gruppe gegründet mit rund 40.000 Mitgliedern. Auch in den USA gibt es Tumblr-Blogs, die den Betonbauten huldigen. Brutalismus ein Klick- und Like-Garant? Also es gibt im Netz eine positive Aufmerksamkeit, weil es natürlich einfach ist, solche Sachen cool zu finden. Es ist groß, es ist roh, es spricht unsere Instinkte an, vielleicht auch unsere niederen Instinkte. Es ist eben brutal und es ist immer die eine Sache, ob das im Netz gut ankommt oder ob das auch von der Gesellschaft gut anerkannt wird und wertgeschätzt wird. So scheinen brutalistische Bauten der perfekte Hintergrund für unterschiedlichste Inszenierungen zu sein. Sie können verstörend wirken, wie in The Clockwork Orange von Kultregisseur Stanley Kubrick,
Oder dramatisch, wie in dieser Modekampagne von Prada. Brutalistische Gebäude finden sich mittlerweile als Gestaltungselemente auf allen möglichen Dingen. Verkommt eine einst visionäre Architekturidee zum bloßen Lifestyle-Objekt? Das wird so zu einem Schwarz-Weiß-Poster, das man sich an die Wand hängt, um seinen guten Geschmack zu zeigen. Aber ohne Verbindung zu den Ideen, zu der ursprünglichen Philosophie. Und das ist für die heutige Gesellschaft sehr schade. Da sollten wir dagegenhalten. Viele Brutalismus-Befürworter finden, dieser Architekturstil hat mehr zu bieten als nur wohliges Schaudern und Social-Media-Aufmerksamkeit. Für 2017 hat das Deutsche Architekturmuseum deswegen eine große Ausstellung geplant. Schönheit liegt wie immer im Auge des Betrachters. Und wir machen direkt mit einem Schönheitswettbewerb weiter. Wenn Sie jetzt allerdings an junge, federleichte Models denken, da muss ich Sie enttäuschen. Die Modelle bei dem Concorso d'Eleganza in Norditalien am Comersee haben schon einige Jahre auf dem Buckel und die bringen ordentlich was auf die Waage. Die Rede ist von Oldtimern, zum Beispiel die von Filmstars. Aufregende Autos aus allen Epochen und ihre stolzen Besitzer. Das ist der Concorso d'Eleganza, eine Art Schönheitswettbewerb für Autos. Die Villa d'Este am Comersee ist die Kulisse für das Schaulaufen der wertvollsten Oldtimer der Welt. Einer der Höhepunkte in diesem Jahr, die Wettbewerbskategorie Cars of the Stars. Hier treten historische Fahrzeuge gegeneinander an, die einst Filmstars gehört haben. Wie dieser Ferrari 275 GTB. Dieses Auto wurde 1967 an Hollywood-Legende Steve McQueen ausgeliefert. Vom Werk her war es in der Standardfarbe Haselnuss-Gold lackiert. Steve hat das gehasst und hat sich deshalb von einer Lackiererei eine neue Farbe mischen lassen, das sogenannte Chianti Rot. Das hat ihm dann gefallen. Which was approved by Steve. Der Schauspieler hat den 300 PS starken Sportwagen ganz nach seinen persönlichen Vorlieben ausgestattet. Zum Beispiel mit Speichenrädern aus Aluminium. Er hat auch diese einzigartigen, aber völlig nutzlosen Außenspiegel ans Auto montiert. Er war ein außergewöhnlicher Typ, der das Außergewöhnliche liebte, das Ausgefallene. Dieses Auto wurde vor 2 Jahren bei einer Auktion in Kalifornien angeboten. Wir haben mitgeboten und hatten Erfolg. So konnten wir es nach Großbritannien bringen. Rund 12 Millionen Euro hat das exklusive Stück gekostet. Preiswert ist so ein Ferrari 275 GTB aber nie. Schließlich wurden nur 280 Stück davon gebaut. Doch dass Steve McQueen der Vorbesitzer war, steigerte den Preis dieses Autos noch einmal mindestens um das Vierfache. Es ist toll, endlich auf einer freien Straße zu fahren mit Steve McQueens Auto. Aber wir werden hier nicht so schnell fahren können, wie Steve in Kalifornien damit gefahren ist. Der Amerikaner ließ sich den neuen Ferrari 1967 direkt ans Filmset liefern, wo er gerade den Kriminalfilm Bullet drehte. Der Film zeigt, welch passionierter Amateurrennfahrer Steve McQueen war. Er saß bei den spektakulären Verfolgungsjagden tatsächlich selbst am Steuer. Doch die Wettbewerbsjury des Concorso d'Eleganza zeigt sich unbeeindruckt vom Ruhm des prominenten Vorbesitzers. Das beeinflusst unser Urteil nicht. Wir beurteilen die Autos und nicht die Geschichten, die sich um sie ranken. Der da ist von Marcello Mastroianni. Es würde schwerfallen zu sagen, wer der wichtigere Besitzer war. Ein Ferrari 330, Baujahr 1966, war einmal das Lieblingsauto des italienischen Filmstars Marcello Mastroianni. Daneben ein Jaguar XK120 aus dem Jahr 1952. Er gehörte einst dem US-Star Clark Gable, dem König von Hollywood. Die einen waren ja begeisterte Sportsleute auch, und wie Steve McQueen. Clark Gable war jetzt mehr der Hollywood-Schauspieler vom alten Schlag. Also da war der Glamour wichtig. Es musste etwas sportlich sein, aber trotzdem auch immer für einen roten Teppich geeignet sein. Auf dem Concorso d'Eleganza trifft sich traditionell der internationale Jet-Set. Für Clark Gable wäre das sicher auch ein passender Rahmen für einen Auftritt gewesen.
Die Jury allerdings kürte am Ende als bestes Auto dieser Wettbewerbsklasse den Ferrari 275 GTB von Steve McQueen. Der hätte sich hier bestimmt auch ganz wohl gefühlt. Absolut, am Comer See, in der Villa d'Este, unter Autofanatikern, umgeben von den schönsten jemals gebauten Autos. Das hätte ihm gefallen. Hollywood zu Gast auf dem traditionellen Automobilwettbewerb Concorso d'Eleganza. Mit Fahrzeugen so schön wie ein Hollywood-Meisterwerk aus vergangenen Zeiten. Auch mit so einem Wagen würde ich jetzt auch gerne nach Hause fahren. Das war es schon wieder von uns für heute. Aber gehen Sie uns auch mal ins Netz auf unserer Internetseite dw.com/lebenszart oder besuchen Sie uns auf Facebook. Machen Sie es gut. Wir sehen uns. Tschüss.